Weisheit im Märchen. Ein König trat bei seinem Morgenspaziergang aus seinem Palast und begegnete einem Bettler. Er fragte den Bettler: Was begehrst du? Der Bettler lachte und sagte: Du fragst so, als könntest du meinen Wunsch erfüllen. Da fühlte sich der König beleidigt. Er sagte: Natürlich kann ich dir deinen Wunsch erfüllen. Welchen Wunsch hast du? Du brauchst es nur zu sagen. Und der Bettler sagte: Überleg es dir noch einmal, bevor du etwas versprichst. Der Bettler war kein gewöhnlicher Bettler. Er war im vorigen Leben der Meister des Königs gewesen. Und er hatte ihn in jenem Leben versprochen: Ich werde wiederkommen und versuchen, dich in deinem nächsten Leben aufzuwecken. In diesem Leben hast du es nicht geschafft, aber ich werde wiederkommen. Der König hatte das völlig vergessen. Wer erinnert sich schon an seine früheren Leben? Also ließ er nicht locker. Ich werde dir alles erfüllen, worum du mich bittest. Ich bin ein sehr mächtiger Herrscher. Was könntest du dir schon wünschen, was ich nicht erfüllen kann? Der Bettler sagte: Mein Wunsch ist ja einfach. Siehst du meine Bettelschale? Kannst du sie mir füllen? Der König sagte: Natürlich. Er rief seinen Vezier und befahl ihm: Fülle diese Bettelschale des Mannes mit Geld. Der Vezier holte etwas Geld und schüttete es in die Schale. Und das Geld verschwand darin. Also schüttete der Vezier immer mehr Geld nach. Aber sobald es hineinfiel, verschwand es auch schon. Und die Bettelschale blieb leer. Das Ansehen des Herrschers stand auf dem Spiel. Er sagte zu seinem Vezier: Wenn das ganze Königreich drauf geht, ich bin bereit, es zu verlieren. Aber ich lasse mich nicht von diesem Bettler besiegen. Diamanten, Perlen, Smaragde, seine Schatzkammern leerten sich schon, aber die Bettelschale schien bodenlos. Alles, was man hineinschüttete, verschwand augenblicklich und die Schale blieb leer. Schließlich war es Abend geworden. Die Leute standen in völligem Schweigen da. Der König fiel zu Füßen des Bettlers und gestand seine Niederlage ein. Er sagte: Sag mir nur eins. Du bist der Sieger, aber bevor du gehst, befriedige meine Neugier. Woraus ist diese Bettelschale gemacht? Der Bettler lachte und antwortete: Da gibt es kein Geheimnis. Die ist einfach aus menschlichen Begehren gemacht. Der Mensch bekommt nie genug. Was immer er auch erreicht, er will immer noch mehr. Und sobald er es hat, verliert es seinen Reiz. Kein Wunsch, keine Erfüllung kann diese Leere ausfüllen. Jede Erfüllung schafft nur neue Wünsche. Es sei denn, du beendest alle Wünsche und erkennst, dass das Leben dir ohnehin alles gibt, was du wirklich brauchst. Dann, erst dann, bist du wirklich angekommen. Du hast alles erreicht.